Was geht ab, meine Real Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, ich habe mir heute die totale Stefan Pütz Experience gegeben. Wir stehen eine Woche vor seinem Kampf. Nächste Woche bei Octagon am 15.10. Und was erwartet die Jungs heute im Video? Ihr werdet heute sehen, die letzte harte Sparingseinheit. Danach werden wir was essen gehen. Anschließend werden wir natürlich ein Eisbad machen. Und danach gehört es natürlich dazu, dass man einen frisch gepressten Saft trinkt. Worauf konzentrierst du dich in der letzten Woche vor dem Kampf ganz besonders? Auf die Bewegungsabläufe, auf mein Setup für meinen Gameplan. Meine ringerischen Fähigkeiten sozusagen mit dem Striking aufzubauen und dann den Gameplan sozusagen perfekt exekutieren zu können. And go with the deep, guys. Easy. Kick up. 10 seconds. Rein prozentual, wenn du sagen müsstest, so eine richtig harte Trainingseinheit ist 100%, wo ja, liegst du heute ungefähr? Es ist immer 100%. Freunde, wir sind übrigens jetzt hier auch mit Katharina D'Alissa. Sie macht den einzigen weiblichen Kampf bei Octagon. Wie kommt man als junge Frau dazu, sich für diesen Berufsweg zu entscheiden? Wie wird man Profifighterin als Frau? Ich komme aus einer Judo-Familie. Ich habe mit 5 Jahren mit Judo angefangen, weil meine ganze Familie Judo gemacht hat. Und da war schon immer der Männeranteil größer. Ich habe viel mit Männern und Jungs trainiert damals. Und daher war das einfach ein naheliegender Weg. Also mir schreckt das nicht ab. Power hat sie auf jeden Fall. Ich habe schon ein, zwei Kämpfe von ihr gesehen. Da steckt auf jeden Fall ordentlich Dampf dahinter. Okay, set up with the jab. Set up with movements. Okay. When you back up, watch out with the head. Findest du, ist es ein Vorteil für dich, hauptsächlich mit Männern zu trainieren, wenn du dann tatsächlich nur mit Frauen dann in den Cage steigst? Ich denke, was hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist natürlich, dass halt einfach mehr Kraft haben, explosiver sind, schneller sind. Und da muss ich mich halt eben auch mit zurechtfinden und mich anpassen. Was natürlich dann auch wieder ein Vorteil ist, wenn ich gegen Frauen kämpfe, die halt tendenziell auch eher mit Frauen trainieren, weil die vielleicht dann diesen Kraftvorteil nicht haben. Andersrum vielleicht der Nachteil da, dass sich Frauen manchmal anders bewegen einfach. Ich wünsche dir besten Erfolg für deinen Kampf. Dankeschön. Am Samstag. Ich werde live vor Ort sein und natürlich anfeuern. Freunde, schaut den Kampf auf jeden Fall an. Glaubt mir, es wird sich lohnen. So, wir gehen jetzt was essen. Die zweite Station. Das Nahrungsfenster ist geöffnet. Das heißt, wir müssen spachteln und wir gehen jetzt zu Anis. Ich bin jetzt hier bei Anis. Anis ist so einer meiner Lieblingsläden. Ich gehe nicht so oft auswärts essen, weil ich natürlich immer einen gewissen Qualitätsanspruch habe, den man in der Gastro nicht unbedingt bekommt, deswegen nur ausgewählte Restaurants. Jetzt, wo wir eh beim Thema Essen und Ernährung sind, wie viel Gewicht hast du gerade drauf? Ich wiege heute 105 Kilo, das heißt, ich habe noch 12 Kilo bis zu den 93. Die muss ich am Freitag bringen, das heißt, es sind noch 6 Tage übrig bis Freitag. Ich mache tendenziell diese 10 bis 11 Kilo mache ich an einem Tag. Relativ. Und du machst am letzten Tag, also ja, damit wir das richtig verstehen, am letzten Tag 11 Kilo. Genau, ich mach die letzten, wie gesagt, das sind 11 Kilo mache ich, ja. Ein Teil meiner Zuschauer ist ja mittlerweile kampfsportaffin, der andere Teil, dem explodiert gerade der Kopf, der fragt sich so, wie kannst du 11 Kilo an einem Tag verlieren? Ich stimme meinen Körper darauf ein, dass mein Körper Wasser ausscheiden will, indem ich eine größere Menge pro Tag an Wasser zuführe, 6 bis 8 Liter. Das heißt, ich fange Montag damit an, dieser Waterlord hilft mir, Wasser ausscheiden in meinem Körper sozusagen einzuprogrammieren und mein Körper verliert dadurch auch schon Substanz bzw. wird wasserlos. Den Rest mache ich nur über Schwitzen. 11 Kilogramm. An einem Tag. So, Essen ist fertig. Jetzt fahren wir zu mir und machen erstmal ein Eisbad, oder? Also es geht nicht den ganzen Tag so, aber immer mal wieder haben die ihre 5 Minuten. Schau, jetzt lauert er die ganze Zeit, das ist so sein Game. Ich habe schon angefangen, das Ganze für dich runterzukühlen, damit du auch bei einer guten Temperatur einsteigen kannst. Wie viel machen wir denn heute? Wir machen einfach ganz entspannt, schau mal, es ist bei 12,7 Grad, bei 12, 11,5 Grad, das ist easy, wirklich. Das ist so wie im Sommer, wenn du in den Pool springst. Nee, aber das ist ja zu entspannt, oder? Ja, wir können 10 Grad machen, da müssen wir kurz warten. Das kühlt es jetzt runter, das Aggregat. Okay, komm, wir machen 10 Grad. Let's go! Okay. Wenn meine Glatze blau wird, holt mich raus. Ganz easy. Wie lange bleibst du dann in so einem Bad immer drin? Unterschiedlich. Jetzt am Morgen mache ich eigentlich die längeren Einheiten. 5 bis 7 Minuten sowas bei der Temperatur von 7, 8 Grad. Also die Temperatur nutze ich normalerweise als Indikator, wie lange ich drin bleibe. Das heißt, bei 7 Minuten mache ich, bei 7 Grad 7 Minuten, bei 10 Grad mache ich 10 Minuten. Nach dem Training ist ja mein Körper eher angestrengt. Das heißt, da mache ich so einen kurzen, intensiven und dann bleibe ich 2, 3 Minuten, 4 Minuten drin. Dann habe ich schon ein paar gute Benefits, aber überanstrengen meinen Organismus nicht. Das ist durch diesen Kälteschock.
Du wirst dich gut fühlen. Ich verspreche es dir. Du wirst es lieben und du wirst es nach diesem Eisbad jeden Tag praktizieren. Ich glaube ihm kein Wort. Atmen. Atmen ist wichtig. Ich bin ein mieser Warmduscher. Richtig kochend heiß und dann chillst du in der Badewanne. Ein Eisbad ist eigentlich gar nichts für mich, ehrlich. Oh. Und dein Oberkörper schützt dich vor der Kälte. Ey, diskriminier mich nicht. Bodyshaming, es ist 2022. Ey, aber wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich hab Manscaped an. Das hilft mir jetzt dabei, hier dieses Eisbad erfolgreich zu überstehen. Das ist alles nur eine Sache der Psyche. Man muss sich hier mental nur darauf einstellen und einfach atmen. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, eine stabile Werbung für Manscaped zu machen, oder? Also ich denke, wenn ich die Manscaped Boxershorts jetzt nicht tragen würde, dann wäre mir viel kälter. Diverse Pflegeprodukte, unter anderem Deo für euren untenrum Bereich, geile Boxershorts, Rasierer und alles drumherum. Ring20 ist der Rabattcode. Gönnt euch auf jeden Fall etwas dafür, dass ich jetzt hier gerade in der Kälte ein bisschen leide. Und ich friere nicht, ich bin einfach nur wütend, weil es so warm ist. Geil, sehr geil, Mann. 10 Sekunden noch, dann hast du die 2 Minuten voll gemacht. Brutal stark, wirklich, brutal stark. Auch, dass er noch eine Integration macht währenddessen, das hat noch keiner gemacht, der das nicht regelmäßig trainiert. Was ich nicht alles für euch tue, Freunde. Aber man merkt direkt, also eine kurze Beobachtung, wenn ich mich auf die Atmung konzentriere, habe ich dieses Zittern und so im Griff. Sobald ich aber anfange zu reden und mich nicht auf die Atmung konzentriere, fängt mein Körper direkt an zu zittern und so. Da habe ich das nicht so gut unter Kontrolle. Jetzt hast du 3 Minuten. Ich mach die 5. Brutal. Krasse Maschine. Genau, wir können ja nochmal darauf eingehen, was sozusagen in deinem Körper passiert. Du hast nach 10 Minuten ungefähr eine 250%ige Steigerung deines Dopaminausschusses. Das heißt, dein Fokus, deine Arbeitsfähigkeit, deine Konzentrationsfähigkeit steigt massiv. Du läufst den ganzen Tag mit einer Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin im Körper rum. Das heißt, deine Laune, dein Gemüt wechselt in ein positives Gemüt, wird positiv beeinflusst und das hat natürlich massiven Einfluss auf eure Lebensqualität. Hallo! Schatzi! Ah, erfrischend! Raus hier! Erstmal umziehen. Schau mal die Manscaped Boxershorts. Das sind einfach Eier mit einer Sonnenbrille drauf. Wir wollen jetzt aber natürlich noch die komplette Stefan Pütz Experience. Deswegen wird er mir jetzt noch schön was entsaften und dann trinke ich einen. Also irgendwie fühlt man sich. Keine Ahnung, man fühlt sich. Es fühlt sich gut an. Direkt rein, oder? Direkt nochmal rein. Wir haben vergessen, für YouTube dieses Thumbnail-Bild zu machen. Also das, was ihr in der Vorschau seht, wenn ihr YouTube öffnet. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal rein. Let's go. Fürs Thumbnail. Ja, damit. Cheers, geil, Mann. Prost. Geil. Schmeckt echt gut. So leicht süßlich. Ich weiß nicht, was das süßlich ist. Die Äpfel vielleicht? Das ist die Äpfel, sind das. Komm hier. Freunde, ich habe einen Tag Stefan Pütz Experience hinter mich gebracht. War echt geil. Hat Spaß gemacht, mega. Stefan. Danke, dass du da warst. Dank. Geil. 5 Minuten durchgezogen, direkt nochmal fürs Thumbnail reingegangen. Brutale Leistung. Eine Glatze kennt gar nichts. Ja, Mann. So. Glatzenpower. Stefan, von mir, von den ganzen Leuten da draußen in einer Woche besten Erfolg auf jeden Fall bei deinem Kampf. Ich bin natürlich vor Ort. Ich werde dich anfeuern. Du wirst mich hören. Danke dir, Mann. Beste, Mann. Beste. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wird euch dieses Video, wo wir uns beide ein bisschen aufs Maul hauen, auch gefallen. Klickt da rein, schaut es euch an. Viel Spaß. Was?